So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video und es geht jetzt exklusiv in diesem Video um Wirecard. Ja, das Ganze hat vor 4, 5 Wochen irgendwann begonnen, dass ich mal im Olli-Kanal über Wirecard gesprochen habe, weil das so krass war, dass der Kurs gefallen ist und so weiter. Und jetzt zieht das Ganze wirkliche Kreise. Wir bekommen hier häppchenweise, Salamitaktik scheint das zu sein, wie man hier die Infos vorgesetzt bekommt, weil alles geballt auf einmal würde uns garantiert zu krass schocken. Es scheint so zu sein, das muss man hier im Konjunktiv ausdrücken, das muss natürlich alles ermittelt und bewiesen werden, aber Regierung muss Antworten bringen, denn was hier im Hintergrund passiert ist, muss aufgeklärt werden, sagen wir es mal so. Dementsprechend fordert die FDP, die Oppositionspartei FDP also, jetzt einen Untersuchungsausschuss oder droht damit, so heißt es jetzt hier exakt bei NTV, und das ist von der FDP nämlich Florian Thonkar, der sagt nämlich, die Bundesregierung stand trotz schwerster Vorwürfe und laufenden Ermittlungen hinter Wirecard. Was als Bilanzskandal begonnen habe, sei im Herzen der Bundesregierung angekommen. Wenn die Regierung keinen reinen Tisch mache, dann stolpert sie einem Untersuchungsausschuss immer näher. Und das ist absolut nachvollziehbar, denn rausgekommen ist, zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet, dass nämlich am 19. Februar 2019, also schon mittlerweile fast anderthalb Jahre her, der Finanzminister Olaf Scholz von der SPD darüber informiert wurde, dass die BaFin den Fall Wirecard soweit auf dem Schirm hat und wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Verbot der Marktmanipulation. Und wir erinnern uns, Wirecard hatte im Juni mutmaßliche Luftbuchungen, so wird es hier genannt, von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Zuerst sollten die ja irgendwie in Thailand verschollen sein, diese 1,9 Milliarden, dann waren sie auf einmal ganz weg, jetzt sind es Luftbuchungen. Ja, die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen ehemalige und aktive Manager. Ja, der flüchtige Ex-Manager hier, Masalek, soll wohl in Weißrussland untergekommen sein. Also Leute, das zieht jetzt ordentliche Kreise, nicht nur beim Olaf Scholz, sondern generell auch zum kompletten Kanzleramt hin. So, weil, wie gesagt, das war im Februar 2019 und jetzt kommt nämlich die Krux an der Sache, was der Spiegel ja berichtet hatte. Geht es nämlich jetzt weiterhin dazu, dass am 3. September 2019 vor einer China-Reise Angela Merkel wohl mit Ex-Bundeswirtschaftsminister, das ist nicht richtig, Karl Theodor zu Guttenberg? Nee, Ex-Verteidigungsminister müsste hier stehen bei der Welt. Komisch. Oder habe ich es verpasst? Der war doch nicht Wirtschaftsminister, der war Verteidigungsminister. Egal. Auf jeden Fall war er beratend tätig, der Guttenberg, für Wirecard. Und da gab es wohl Gespräche und er hat da wohl Lobbyarbeit geleistet, so möchte ich es ausdrücken, geworben für Wirecard, dass man doch dort unterstützt, wenn die Kanzlerin nach China reist und dort quasi den beabsichtigten Markteintritt schafft, um das Ganze, so hieß es Zitat, zu flankieren. Ja. Nach der Reise antwortete Lars Hendrik Röller, das ist der Wirtschafts-, Finanz-, Energiepolitik-Leiter, Abteilungsleiter vom Kanzleramt, also das Kanzleramt selber ist da wirklich tief mit drin verwickelt offensichtlich, dass das Thema bei dem Such in China zur Sprache gekommen sei und sagte weitere Flankierung zu, wie eine Regierungssprecherin bestätigte. Leute, 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 wir wissen, was wir wissen, ist vielleicht ein Tropfen. Was die da hinten alles absichern für sich selbst, für ihre, so, was weiß ich, wie heißt es, Pöstchen hin und her schachern, wir wissen das. Oder dass ein, wie heißt er, der Dicke, Gabriel eine Top-Position bekommt, hier in der Firma, da in der Firma. Das ist eine Unverschämtheit. Eine Andrea Nahles wird bevorzugt, bekommt da einen Posten. Auf Qualifikation kann man hier nicht zurückschließen. Das sehe ich definitiv nicht so. Ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz umfangreiches Ding, was hier passieren wird. Und das könnte wirklich ein Super-GAU werden für Olaf Scholz, der ja Ambitionen hegt, nächstes Jahr Kanzlerkandidat zu werden, sei es von der SPD. Und das könnte ihm wirklich ganz, ganz schlecht in die Karten spielen. Schreibt eure Meinung mal unten rein, was ist da los? Ich finde es immer wieder erschreckend, wenn solche Sachen da rauskommen. Wer weiß, was da jetzt genau passiert ist. Ich hoffe, das wird jetzt investigativ ermittelt. Haut rein, bis zum nächsten.